Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Match Baktrien gegen Rom auf der Map Athenai mit dem lieben Iron Will oder nur Iron. Grüß dich. Servus, grüß dich. Ja, und wir wollen uns den Blood and Gore Mod in Rome 2 mal ein bisschen anschauen, den du mir sehr freundlicherweise geschenkt hast. Ich kam aus den Ferien zurück und konnte mein Glück kaum begreifen, kaum fassen. Wunderbar, großes Dankeschön an dich. Und jetzt machen wir mal Bitte, so eine bitte. kleine Schlacht, um uns das anzuschauen. Nope. Gut. Ich glaube, ich habe dich etwas zu leise eingestellt. Das heißt, wenn du redest, dann rede bitte deutlich und laut, damit man das auch gut im Video hört. Also nicht zu leise, aber minimal zu leise. Ja. Also ich muss jetzt schreiben, oder? Nee, so wie es jetzt gerade war, passt schon. Okay, passt. Jo. Ja. Und wenn wir dann aus dem Ladescreen raus sind, dann werde ich auch gleich feststellen, ob ich die Debug-Can drin habe. Das wäre natürlich ganz gut, wenn ich die drin hätte, denn dann könnte ich wesentlich besser auf die einzelnen Animationen, die ja auch neu implementiert hier im neuen DLC sind, eingehen. Werden wir dann sehen. Wir haben uns ausgemacht, dass wir momentan nicht ernsthaft spielen, sondern mehr showmäßig, dass wir uns das alles reinschauen können. Das heißt, ich zumindest werde einfach die Einheiten gegen die Pilos Wir schicken und Panzer nicht der Elefanten! strategisch, wie eher normales es zu pflegen zu vorgehen. Genau, ich habe die Debug-Cam nicht drin, das ist aber gar nicht so schlimm, denn ich kann auch so relativ angenehm reinzoomen, fällt mir gerade auf. Ach, blödes Steam. So, jetzt haben wir's. Gut, dann wollen wir mal brennenden Schüsse schon mal einpacken für unsere netten Herren Bogenschützen. Gleichzeitig haben wir ja eine Leinenpanzer-Pikenier-Reihe. Haben dann eine baktrische königliche Garde als Verstärkung und zweimal Leinenpanzer-Schwertkämpfer. Eigentlich eine ganz solide Armee, wie ich finde. Gepanzerte Elefanten! Elefanten für den Kampf bereit! Eure Befehle, mein Herr! So, damit hätten wir die Armee. Lassen wir uns dann auch ein bisschen Zeit im Kampf, dann kann man sich das Ganze auch schön anschauen. Also wir haben alles dabei, von Elefanten bis hin zu Bogenschützen, bis hin zu Schwertkämpfern, Pikenieren oder Hopliten ist alles dabei, auch in sehr farbenfroher Tracht oder Rüstung sind hier unsere Elite-Einheiten aus Baktrien angetreten. Und ja, das Ganze mitten an der Küste der Ägäis. Ich bin bereit. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das hier aufstelle. Er hat Elefanten und Bogenschützen und ich frage noch Pilo, passt die Einheitenwahl? Ja, ich habe jetzt nur scheiß Speerwerfer dabei. Ja, wenn du denen eine Brandpfeile gibst, dann sind meine Elefanten im 0, nichts zu Boden Mein Herr! gegangen. Da hast du schon das Richtige mitgenommen gegen. So, aber ich freue mich richtig auf das Blutbad, das die Elefanten anrichten. Ich hoffe doch, das machen sie. Nicht so, aber gut. Ja, dass du das nicht hoffst, ist schon klar. Ich habe schon auf Rally gedrückt. Oh. Verdammt, 16 General zu spät gemoved. Ich habe mich ein bisschen nach rechts links verlagert. Sehe ich gerade auch. Ich gehe mal mit meiner Kavallerie ein bisschen vor. Dann können wir schon mal die Kavallerie ein bisschen gegeneinander kämpfen lassen, oder? Jo, dann schicke ich mal. Ich habe immer nur zwei Einheiten mit bei. Ich habe einmal baktrische Adelsreiter und dann zweimal hellenische Kataphrakte mitgenommen. Deine sind, glaube ich, mehr so die angreifenden, also die Pferdeherren sind, glaube ich, die Baktrier eher, oder? Das sind doch eher die. Ich ziehe mich zurück, hau in die Fresse und bin wieder weg. Oder nicht? Bin ich da falsch? Sind das diejenigen, die rückwärts vom Bogen mit dem Bogen geschossen haben? Ich weiß es gerade auch nicht. Ich glaube, Baktrien, ja, in der Tat sind so was in der Art von zivilisierten Nomaden-Überfalls-Stämmen. Solche Partisanen Ja, das sind so Taktiken ganz anwenden. abgebrühte, harte Kerle, könnte man schon so sagen, ja. So, die Liest du eigentlich? Legionärskavallerie ist aber kein leichter Gegner. Guck mal, sag mal. Und hier kommt es zum Clash zwischen der Kavallerie. Zack. So, meine ersten Brandseifen prasseln bereits auf dich nieder.
gesagt, ich konzentriere mich nur auf den Kampf. Das heißt, ich darf bitte mal mit den Elefanten in die Seite reinritzen, wie ich sehe, dass ich so gut dagegen gehalten haben, das eigentlich auch nicht. Möchte ich nur mal vormerken. Ja, ich bin einfach OP. Kannst du nichts machen. Ich meine, ich glaube, es sind drei Einheiten und zweitens haben sie vor allem ein Defizit wegen dem. Wegen den Brandgeschossen. Ich hatte auch wirklich Elite-Kavallerie dabei, das muss man auch sehen. Genau, und dann noch die Brandpfeile. Ich habe jetzt auch nur bei einer Einheit den Massenansturm aktiviert. So, und da sehen wir also jetzt die Einheiten im Boden liegen. Und wir sehen auch das Blut an den Pferden jetzt. Zumindest in Teilen. Ich habe hier, glaube ich, eine abgeschwächte deutsche Version. Zumindest sah das bei Diplex extrem spritzend aus. Aber vielleicht ist das ja bei den Kavalleristen nicht so heftig. Es gibt noch einen extra Mod für noch mehr Blatt, wenn du das meinst. Wahrscheinlich hat er das gemacht, ja. Ja, es gibt nämlich einen, der hat einen den Blatt und Gold-Mod genommen, hat gesagt, er möchte noch mehr. Und hat dann einfach, ja, da schaut's aus, als hättest du drei Eimer voll Blut da auf den Boden gekippt, wenn da jemand umkippt. Also da dieser erweiterte Mod, da hast du jetzt nur Blut an den Leuten. In diesem Blutmod bilden sich um die Leichen auch noch Blutlarchen. Also da ist ja genau das war das. Blut. Das war echt heftig. Das ist also ein Blutmod, genau. Okay, okay. Ja, in Shogun 2 oder Fall of the Samurai war das ja damals, ursprünglich. War das aber auch nicht ohne mit dem Blut. Also. Moin, Buddy. Wenn du willst, marschiere ich dir mal ein bisschen entgegen, wenn du möchtest. Moin. Moin, Cooper. Du bist in der Aufnahme, aber ist kein Problem, ist nur so ein Fun-Match. Also, ach so. Du kannst ja alles, was nicht hochgeheim ist, sagen. Solltet ihr ja. Genau. Sonst wären wir in einem fortgeschützten Channel. Nee, ich wollte mich gerade über jemanden lustig machen, aber das mache ich nachher. Sonst wäre es ja eine Aufnahme. Ja, eben. Cooper muss doch seinen guten Ruf beibehalten. Welchen Ruf? Ja. Das würde ich jetzt nicht so laut sagen. Cooper hat Jagdrechte. So, einen Mann hast du verloren mit meiner Seite. Einen Mann hast du verloren, das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Gepanzerte Elefanten! So, jetzt kommen die schweren Schüsse. Mit genauem Schießen und jetzt muss ich doch auch mal treffen hier, oder? Buddy left your channel. Zack, zack, zack. Rein in die Velites. Ja, trifft man schon ganz ordentlich. Muss man sich nicht beschweren. Wie sieht's aus von den Animationen? Bluten die Kerle auch hübsch? Sieht nicht schlecht aus, sieht nicht schlecht aus. Hm? Wie gesagt, ich würde dir empfehlen, dass du dir diesen Centurion-Mod... Ich kann dir mal ein paar gute Mods aufschreiben, weil der Centurion-Mod, dann hast du bei den Römern diesen Querbusch über dem Helm, wie sie es eigentlich dann später gehabt haben, was aber in dem Spiel nicht implementiert ist. Bei den letzten Legionären. Aha, ja, das wäre super. Zum Beispiel, wenn du jetzt bei mir auf meinen Legionärs, bei meinen gepanzerten Legionären guckst, der hat so einen Busch, der ist so ganz normal. Also der ist nicht irgendwie, wie du es ihn von den Filmen her kennst, wenn du so möchtest. Unser General wird angegriffen. Mhm. So, ich muss jetzt gerade meine Kaffee wieder rausziehen, denn ich wollte da so ein bisschen deine Leves teasen. Was nicht unbedingt von 100%igem Erfolg gekrönt war. So, und da fliegen sie die Pfeile. Und deine Schildkröte richtet natürlich keinen Schaden an, super. Genial, toll. Den Reiter habe ich da unten ein bisschen zusammengehe. Aber irgendwie. Ja, da habe ich dich jetzt ein bisschen geteased mit den Reitern. Schauen wir mal. Gut, dann hätte ich gesagt, machen wir mal ein bisschen einen kleinen. Rückst du auch vor? Ich rück jetzt auch vor mit meinen Truppen. Mach ich mal einen Frontalmarsch. Gegen die schweren Pfeile, ha? Mit den Prätorianern. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt.
In die Reiter, yay! Autsch, deine Auxiliarinfanterie. Da hat er mir doch in der Tat hier die Falle gestellt. So, meine baktrischen Adelsreiter haben aber jetzt reingehauen. Da kannst du gar nichts sagen. Da kommen die Elefanten auf. Ja, jetzt wüten sie. In deinen Reihen. Oh, und die Brandsalben wiederum. Heftig, heftig. Heftig, vor allem was meine Typen bereits an Speeren drinstecken haben, das ist unglaublich. Die überleben da echt so einiges, drehen jetzt sogar durch. Da hat er wie viele Speere, der da... Wahnsinn. Infanterie, vorwärts. Ja, aber es sieht doch aus wie ein richtiges Schlachtfeld gerade, oder? Mit so ein paar herumirrenden Soldaten, weiteren, die jetzt vorrücken. Genial, gefällt mir echt gut gerade. Ich habe einfach zu lange kein ROM 2 mehr gespielt, jetzt kommt mir das alles wieder so hardcore vor. Möglich. Jetzt sag mal, ich lass mal mit deinen Männereinheiten dagegen deine ein bisschen anbranken. Oh, der hat ja scheiß Stein, der sehe ich jetzt erst. Der hat da diese blöden Pikiniere hier stehen, sehe ich jetzt erst. Ach genial, das war mein Gen, den ich da reingeworfen hatte. Ah. So, jetzt kommen die Elefanten mal aushelfen hier. Kann ja nicht angehen. So, und jetzt entbrennt der Kampf an der Hauptfront. Wenn ich das richtig sehe. Das ist nicht normal, eine Speerkämpfer mitgenommen. Das ist doch viel besser ausgesehen, weil deine Speerkämpfer haben in dem Fall nur Stichmotivation. Animation. Während meine jetzt in dem Fall jetzt zum Beispiel zuschlagen mit dem Schwert und dich Köpfe abtrennen können, dass deine Pikiniere zum Beispiel nicht. Ich meine hier gerade in der Mitte hier einem deiner Leute den Kopf abgeschlagen hat. So, jetzt nimmst du mich auch nochmal unter Beschuss hier, von allen Seiten. Aber ich glaube, das sieht gut für mich aus. Ja klar, gegen Pikiniere, was willst du machen? Yep. Hey, deine Elefanten stecken was ein. Hihi. So, jetzt wird die Peitsche nochmal eingesetzt hier. Rasender Angriff. Läuft. Zack, auch hier nochmal mit der Kavallerie voll reingehauen. Aktiviert. Vielleicht kriege ich jetzt natürlich wieder was zurück. Hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, ich glaube, ich muss da nochmal Maschinenmau noch zumachen, denn die Kampfanimationen, ich habe mich ja jetzt auch ein bisschen auf den Kampf selbst konzentriert. Sind da ein bisschen bald draufgegangen. Ich nicht so wirklich, deswegen sag ich da. Ich habe jetzt einfach nur irgendwas gedrückt und hab halt verkauft, das gut ausschaut. Ja. Also ich ja, man sieht schon auch. Also ich konnte einfach Kopfanimationen begutachten. Wie gesagt, sonst kannst du ja mal vielleicht eine Kampagne ein paar Bots Schlachten machen. Und da vielleicht, ich weiß es nicht. Oder wir machen es wirklich mal so, dass du sagst, du nimmst nur Schwerteinheiten und die kämpfen lassen sie einfach nur geradeaus aufeinander crashen und schauen uns das so mal an, wenn du mal später Lust hast. Können wir auch mal machen, klar. Also auf jeden Fall, das war jetzt erstmal so eine Schlacht mit Baktrien, hat man ja auch noch nicht gesehen auf meinem Channel, gegen die Römer. Wir sehen, die Elefanten haben übergut reingehauen und so einen kleinen Eindruck hattet ihr jetzt vielleicht vom Blood and Gore Mod, ob der sich für euch lohnt oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Wahrscheinlich nur, wenn ihr auf Blut steht. Dir auf jeden Fall danke, Iron Will, für kein Problem. Dieses Geschenk. Gern. War echt cool.
Und ich denke mal, der wird noch öfter mal zum Einsatz kommen bei mir. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Schlacht. Gerne, gerne. Vielleicht auch in näherer Zukunft. Ja, und ansonsten sehen wir uns ja vielleicht noch in Mortal Blade wieder. Sicher, ja. Sicher. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer General Pilofas und euer Iron William.